Hallo, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Tech Talk zum Thema ARI Multicam System. Mein Name ist Thomas Doschek und ich bin Sales Manager bei Camera Systems. Für unseren heutigen Tech Talk habe ich mir einen Gast eingeladen: Dirigent, Sänger, Regisseur und Produzent Thilo Krause. Hallo. Thilo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke. Immer wieder gern. Thilo, bevor wir anfangen mit unserem Gespräch, noch zwei Anmerkungen in eigener Sache. Das eine ist, wir sitzen absichtlich etwas mehr auf Abstand. Das hat den Hintergrund klassisch Covid-19. Und wir möchten natürlich ohne Maske mit euch miteinander reden können, damit wir natürlich besser und verständlicher zu hören sind. Und der zweite Punkt, den ich noch anmerken möchte: Wenn Fragen während der Sendung entstehen, bitte ich Sie, uns per Chat mitzuteilen. Wir werden dann gegen Ende der Sendung darauf eingehen. Okay. Thilo, wie gesagt, nochmals herzlich willkommen, dass du heute da bist. Du hast angefangen in der heutigen Medientechnik, indem du angefangen hast zu studieren, Dirigieren, Musikwissenschaften, Kunstgeschichte und Philosophie. Ja. Wie kommt man dann dazu, Regisseur zu werden, wenn man Dirigent und Sänger ist? Das ist wohl wahr. Also ich muss dazu sagen, ich bin als Musiker groß geworden, habe das dann, wie du gerade gesagt hast, studiert. Und manchmal laufen die Dinge im Leben anders, als wir geplant haben. Es kommen Dinge auf einen zu. So war es bei mir. Also im Zuge meines dann zweiten Studiums in der Musikwissenschaft und Kunstgeschichte wollte ich und musste ich auch ein Praktikum machen in einem Bereich, wo ein Musikwissenschaftler, ein musikkompetenter Mensch arbeiten könnte. Und das war für mich eine spannende Idee, das vielleicht in einer Musikredaktion im ZDF in Mainz zu machen. Und dort habe ich auch so ein Praktikum bekommen und das war eine spannende Zeit. Dort für 2 Monate bin ich da auf dem Lerchenberg durch sämtliche Etagen und Büros gegangen und konnte nah miterleben, wie Fernsehen gemacht wird. Und das hat mich offenbar so begeistert, dass ein alter Hase, er heißt Hartmut Schottler, ist jetzt schon in Pension, wir sind bis heute gut befreundet, in seinem Büro zitiert hat und meinte, ja Mensch, er bräuchte doch wieder einen Regieassistenten. Ich muss dazu sagen, Hartmut Schottler war damals, das war so in den Anfang der 90er, der Regisseur, der Dalli Dalli und Blauen Bock und solche Sachen gemacht hat, also die großen Samstagabendshows im deutschen Fernsehen. Und ja, ich meinte, okay, mein Plan ist es nicht, zum Fernsehen zu gehen, weil ich schon ein Musikerleben habe. Aber mich fasziniert und wenn eine Zusammenarbeit stattfinden kann und wir unseren Weg finden, dann sehr gern. Und so kam es. Und in kurzer Hand bin ich dann unter seinen Fittichen bei großen Produktionen des ZDF, durfte ich mit dabei sein. Ich war sein Redaktionsassistent, sein Regieassistent. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ja. Hartmut Schottler ging in Pension. Und ich habe weiter so noch einige Jahre als Regieassistent verbracht im deutschen Fernsehen, bis hin zu dem Punkt, den kennen viele auch in anderen Berufszweigen, wo man sich sagt, ja, ich könnte es eigentlich selber machen. Ich war dann so angefixt und schwuppdiwupp war ich auf einmal Regisseur und habe Konzerte der Berliner Philharmoniker oder irgendeine Opernübertragung bei den Salzburger Festspielen übertragen dürfen. Und das war natürlich sehr faszinierend, neben dem, was ich als Musiker kannte, dass ich auf der Bühne stehe und Gehör bekomme mit meinen Konzerten, hat mich das sehr fasziniert, auch der Verbund zwischen künstlerischem Content und diesem ganzen Riesenapparat, diesem ganzen Kosmos der Technik, die zusammenspielt, damit die Zuschauer zu Hause ein Bild-Ton-Erlebnis erfahren dürfen. Das hat mich sehr fasziniert und irgendwann war ich dann Regisseur. Okay. Ja, genau. Aber und seit kurzem bist du ja auch Produzent, ne? Auch das bin ich, ja. Also wie über die Jahre strickt man so viele Freundschaften und enge Verbindungen mit Künstlern und mit Veranstaltern, mit Häusern, mit Institutionen, dass es dann auf der Hand liegt, dass man selber produziert. Und zu Beginn des Jahres, noch nicht wissend, was auf uns und die ganze Menschheit zukommt, Covid-19, habe ich meine eigene Produktionsfirma gegründet, die Armida Film GmbH, und bin fortan nun auch als Produzent, der ab und zu auch sich selbst als Regisseur engagiert, unterwegs. Und wir hatten bis
dato einen sehr guten Start und konnten doch so etliche Produktionen, wir werden ja noch drüber sprechen, realisieren, und darüber bin ich sehr glücklich. Also es macht Riesenspaß. Wie du schon gerade angesprochen hast, du hast aktuell in den letzten 4 Monaten ja 2 Projekte durchgezogen. Mhm. Das erste Projekt war eine Reihe von Konzertaufzeichnungen in Dresden mit der Sächsischen Staatskapelle, mhm, welches du für Arte Konzert und ZDF Kultur produziert hast. Genau. Und das zweite war eine Konzertaufzeichnung mit Andrea Schiff im Rokoko-Saal in Weimar für den MDR und für Arte. Mhm. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr darüber sehen, aber wenn wir erstmal mit auf Dresden eingehen, mhm, das war ja ein sehr spannendes Thema, weil du hast ja wirklich 5 verschiedene Drehorte gehabt, an, mhm, denen du relativ kurzfristig produzieren musstest. Und auch durfte. Das war so ein Riesenglück, weil das Zuhause der Sächsischen Staatskapelle war geschlossen aufgrund der Pandemie. Und es lag irgendwie auf der Hand, Mensch, vielleicht könnte man in die ebenfalls geschlossenen staatlichen Kunstsammlungen, mhm, Dresden gehen, also in die berühmte Gemäldegalerie vom Zwinger oder in den Goldenen Ballsaal, in den Thronsaal, in den Klingersaal. All dieses Grün, das grüne Gewölbe, das ist uns ja alles ein Begriff. Und das war dann kurzerhand ziemlich schnell möglich. Die staatlichen Kunstsammler haben uns das ermöglicht, dass wir da rein durften mit den Musikern, Musikerinnen des Orchesters. Und das war für uns natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Es war nicht nur leicht, sodass wir uns, sag ich mal, vor der Sixtinischen Madonna von Raphael, diesem berühmten Gemälde, platzieren durften, sondern wir hatten auch, sag ich mal, Auflagen zu erfüllen, mhm, weil wir eben vor so kostbaren Kunstwerken des Abendlandes produzieren durften. Aber wir haben das hinbekommen und haben versucht, diesen Auflagen unbedingt gerecht zu werden, damit wir da flüssig in 4 Tagen 5 Konzerte produzieren können, was fürs Team, fürs Gesamte wirklich eine große Nummer war. Das kann ich mir vorstellen. Ihr habt das Ganze mit Flightcase-Regien gemacht, ist das richtig? Die ihr dann immer mal so zwischendurch umgebaut habt, weil ihr ja an verschiedenen Drehorten wart. Mhm. Wir haben da mal so ein paar Bilder, die unter anderem auch, wo man dich sieht, so im vollen Action. Ja, so ist das dann, ja. Genau. Naja, also es ist so, diese Räumlichkeiten der staatlichen Kunstsammlung, die eben diese unglaublich kostbaren Kunstwerke beinhalten und aufbewahren für die Besucher, die sind mehr oder weniger heutzutage hermetisch abgeriegelt. Aber man, mhm, muss sich das so vorstellen, dass es nicht nur Fenster sind, sondern dass das luftdicht verschlossene Fenster sind. Also einmal ein paar Triax-Kabel zum Ü-Wagen rauslegen ist da nicht. Deshalb war die Überlegung nahe, dass wir, okay, wir müssen mobiler, wir müssen schneller sein, also machen wir das mit mobiler Technik. Mhm. Und man sieht es ja auf den Fotos oder hat es gerade gesehen, dass wir uns dann da halt entsprechend aufgebaut haben und somit natürlich auch sehr schnell beweglich waren. Ja. Das an einem dieser 4 Tage mussten wir 2 Konzerte produzieren, das ging von morgens um 10 bis nach Mitternacht. Und es wäre anders gar nicht möglich gewesen, vielleicht noch über 200 Meter irgendwelche Kabel zu ziehen. Mhm. Das ist undenkbar. Und so war das möglich und am Ende mit demselben künstlerischen und technischen Resultat, unserem Anspruch, den wir haben wollten. Ja. Als Setup hattet ihr ja 3 Amiras auf Pedestal, mhm, und eine Alexa Mini auf Steadicam. Genau. Und wenn man sich mal das anguckt, hier sehen wir es gerade. Genau da. Das war ja im Endeffekt in dem Thronsaal, richtig? Das ist die Gemäldegalerie im Zwinger. Man sieht auch ganz hinten in dem Türrahmen die Sixtinische Madonna von Raphael, das vielleicht berühmteste Gemälde in dieser Ausstellung. Das ist eine Gemäldegalerie, genau. Und da sieht man jetzt diese 3 Pump-Stative mit den Amiras und irgendwo müsste auch noch die Steady rumstehen. Ich habe teilweise 2 Durchgänge gemacht, da ist die Steady. Der Bertram Hetze, einer der begnadetsten Musik-Steady-Operator, ich verehre ihn sehr. Wir arbeiten schon lange zusammen. Wir haben oft 2 Durchgänge gemacht, damit ich zum einen erstmal viele Naheinstellungen von den Stativen her, mhm, einfange und dann einen 2. Durchlauf alles weggebaut und ich dann mit der drahtlosen Steady entsprechend noch den ganzen Raum mit verkaufen kann, wie wir so schön sagen. Ja. Du hast bei der Produktion in 2 Formaten gearbeitet, richtig? Das haben wir gemacht, genau. Also es waren ja Produktionen für Arte und MDR oder Arte und ZDF. Mhm.
Und die wollten, sag ich mal, ein HD-Produkt haben. So haben wir so über die Bildregie uns alles abgesteckt und das live geschnittene PGM in HD aufgezeichnet. Und weil ich eben mit der Staatskapelle zu tun hatte oder auch später dann mit einem sehr berühmten Pianisten in Weimar, worauf wir noch kommen, weiß ich, okay, da gibt es große Interessen, zum Beispiel beim Produzenten Unitel, der auch in München ansässig ist. Ich denke, das ist weltweit der größte Klassikproduzent, der solche Produkte vermarkten kann. Mhm. Und dass es entsprechende Interessen in den asiatischen Ländern vor allen Dingen gibt und auch in Nordamerika, soviel ich weiß. Und da ist der Konsumerbereich schon etwas besser ausgestattet als bei uns. Sie sind einen halben Schritt weiter, würde ich sagen. Und wir wissen, wenn wir dann eine Blu-ray oder ein Fernsehsignal in UHD, HDR anbieten können, dann sollten wir das tun. Und also haben wir in jeder Kamera, was ja perfekt geht, alles noch intern aufgezeichnet und hatten sowohl das HD als auch das UHD, HDR am Ende. Und das gibt nach hinten raus für die Vermarktung, nun bin ich Produzent geworden, muss ich da noch viel mehr dran denken, noch einige Möglichkeiten mehr. Du hast uns auch ein paar Aufschnitte mitgebracht von der Produktion und wir würden es gerne den ersten mal anschauen. Und zwar ist der aufgenommen im kleinen Ballsaal im Residenzschloss in Dresden. Genau, man sieht da, das ist jetzt gerade das wunderbare kunstvolle Deckengewölbe und auch hier schlägt es sofort ein, sag ich mal, es wird einem offenbar, wie die Farben dargestellt werden der Arri-Kameras. Das Gold ist wirklich Gold. Der Teint der Musiker ist unangefochten, ein ganz natürlicher. Das Holz sieht wirklich so, wie wir es auch in Realita wahrnehmen, wie ein warmes Naturprodukt aus. Und das ist das, was ich auch unglaublich liebe. Dieses Bouquet und diese naturgetreue Wiedergabe der Amira-Technik. Das ist was ganz Wunderbares. Wir hatten noch einen zweiten Clip mitgebracht, diesmal aus dem Thronsaal und die Aufzeichnung fand, oder dieser Clip ist ja tagsüber aufgezeichnet worden. Kannst du kurz erzählen, was da die Herausforderung war? Ja, eine der vielen Herausforderungen war, also der Zeitplan, dem wir unterworfen waren, also mussten wir halt auch am Tag drehen. So einen Raum kann man ja wunderbar leuchten und dann, sag ich mal, in einer Abendstunde, wo wir kein Tageslicht mehr haben. Nun hatten wir hier Tageslicht und man sieht, dass in der Totalen, dass sowohl, dass es also, dass ein ganz ausbalanciertes Bild entsteht. Insofern, dass wir die Musiker wie gut ausgeleuchtet dargestellt bekommen, aber eben auch aus dem Fenster noch herausschauen können und die Fassaden der anliegenden Häuser gezeichnet sind. Das, sage ich mal, mit normaler Broadcast-Technik würde das Fenster wegbrennen. Eine Amira oder eine Mini macht das also mit links und wir haben da diese wunderbar ausbalancierten, dynamischen Bilder. Na, hier sieht man es auch nochmal, das wäre sonst mit Broadcast-Technik nicht möglich und das ist einer der Gründe, warum ich unbedingt mit Arri produzieren möchte und auch daran glaube. Und wir dem natürlichen Sehen mit dieser Technologie viel näher kommen. Ja. In dem Zusammenhang haben wir jetzt auch noch einen dritten Clip. Mhm. Der ist aufgenommen worden im Zwinger selbst, und zwar in der Antikenhalle. Mhm, genau. Und da sieht man ja auch, ihr habt mit relativ wenig Licht gearbeitet, ne? Ja, das war ja also vor allen Dingen in der Gemäldegalerie, aber eben auch hier die Auflage von den Kunstsammlungen, dass es hieß, ja, erstens, wir müssen relativ weit weg, sollte ein Stativ umfallen können, was normalerweise nicht passiert, dann muss es so weit weg sein, dass es nicht ins Kunstwerk fallen kann. Außerdem dürfen wir nur mit bestimmtem Licht arbeiten und das auch nur sehr dezent. Hier war es eine der Herausforderungen, diese punktuell beleuchteten Skulpturen, die dann sehr massiv weiß strahlen, in diesen dunklen Hintergrund noch in eine Balance zu bringen. Mhm. Und das haben die Kameras hier auch 1A gemacht. Also das könnte auch dahinter sehr schwarz aussehen. Das tut's nicht, obwohl wir kommen noch drauf, in der Postproduktion am Grading nicht viel machen konnten. Ja, das wäre meine nächste Frage. Ich weiß, dass ihr
für die gesamten 5 Produktionstage, also 5 Konzerte, 4 Produktionstage hattet, musstet aber schon die erste Sendung 2 Tage nach Abschluss der Produktion abgeben. Was waren da die? Das ist ja natürlich ein sehr, sehr enger Zeitplan, den ihr da hattet. Verdammt eng, ja. Also das ist die Frage. Zum einen ist die Herausforderung am Set, dass die unterschiedlichen Kameras in dem Multicam-System so gut es geht, so perfekt es geht, aufeinander gematcht sind. Mhm. Dass keine Kamera vom Look, von der Farbtemperatur, vom Aggregatzustand herausfällt. Und das hat mein Team, meine Kollegen, die dafür verantwortlich sind, sehr gut gemacht. Und es ließ sich offenbar auch sehr gut machen, sodass wir in dieser Kürze der Zeit wirklich nur noch mal stiefmütterlich im Grading drüber gehen konnten, bevor es dann zum Sender ging und ausgestrahlt wurde. Aber es war auch nicht weiter notwendig. Im Grunde hatte ich im Schnitt schon ein ganz ausbalanciertes Bild eine ausbalancierte Bildfolge, als wäre schon ein Grading drüber gewesen. Also darüber war ich sehr glücklich. Das war auch abzuwarten, ob das so kommt, und es kam so. Ja, das hört sich zumindest schon mal. Also das wünscht man sich ja auch. Vor allen Dingen, gerade mittlerweile hat man ja auch echt Druck, was die zeitlichen Geschichten angeht. Nach deiner ersten Multicam-Erfahrung hattest du relativ schnell ein zweites Projekt am Start. Diesmal in Weimar. Magst du ganz kurz mal ein bisschen was darüber erzählen? Auch sehr gern, ja. Also die Idee war, ich selber habe in Weimar studiert und habe da 25 Jahre gelebt. Ich liebe dieses kleine Städtchen. Es ist so ein, jeder, der die Stadt kennt, weiß, ein offenes Freiluftmuseum, die Wiege der deutschen Klassik und vieles mehr. Und die Idee war, einen der ganz berühmten Top-10-Pianisten auf dieser Welt zu engagieren für eine Produktion ohne Publikum, wie wir es momentan kennen, in einem Raum, wo es noch nie ein Konzert je gegeben hat. Und ich bin an die Klassikstiftung Weimar herangetreten, ehrlich gesagt mit den Lorbeeren aus Dresden, und habe mit der Präsidentin Frau Dr. Lohens gesprochen. Frau Dr. Lohens, was ist denn möglich? Ja, also was in Dresden geht, geht auch. Wir machen Ihnen das möglich, und Sie sind ja mehr oder weniger Weimarer. Und welchen Wunsch ich denn hätte? Und er sagt, ja, wenn ich denn den Wunsch äußern darf, dann wäre es die Produktion im Rokoko-Saal mit Andras Schiff, Sir Andras Schiff, einer der gefragtesten Pianisten unserer Zeit. Und so kam es. Die berühmte Bibliothek, der Rokoko-Saal, der 2004 noch lichterloh gebrannt hat, der so liebevoll und... Ja, wir sehen ihn gerade jetzt, ja, auch da. Ja, da sieht man ihn. Wieder hergerichtet und restauriert wurde. Dort durften wir produzieren, ebenfalls, und das war mir wichtig, um die Güte der Bilder ins absolute obere Level zu bringen mit euren tollen Kameras, mit Ari, mit 3 Amiras und 2 Alexa Minis. Und ja, dann waren wir da und haben unsere Aufnahmen mit Andras Schiff gemacht. Und er selber war auch sehr begeistert. Das ist ja auch, sag ich mal, für einen Pianisten, der eigentlich schon überall gespielt hat, noch mal was Besonderes. Ihm war klar, da hat noch niemand gespielt. Und uns war auch klar, wir können es für die Nachwelt bannen und einen schönen Konzertfilm draus machen. Und ja, das hat da stattgefunden. Das freut mich sehr. Wir haben da nachher noch einen kleinen Clip vorbereitet. Den werden wir dann zum Ende der Sendung spielen. Aber wir haben uns den schon mal im Vorfeld angeguckt, und ich muss sagen, das sind wirklich sehr schöne Bilder. Also, das freut mich. Ja, für diejenigen, die aktuell das Multikamerasystem noch nicht kennen, würde ich noch mal ganz gern kurz eine kleine technische Erklärung geben. Dazu haben wir ein kleines Chart vorbereitet, wo man einfach mal sehen kann, wie aktuell das Ganze aufbereitet ist. Vom Ansatz her können in dem Multicam-System sowohl die Alexa Mini als auch die Amira verwendet werden. Für die Kameras gibt es verschiedene Lens-Mount-Systeme, die es mir ermöglichen, normale PL-Objektive, EF-Objektive, aber auch B4, ING und Box-Objektive zu verwenden. Über den FCA, in dem Fall Fiber Camera Adapter, kann die Kamera mittels eines SMPTE 3L Watt Glasfaserkabels bis zu 2 Kilometer inklusive Strom abgesetzt werden.
An der 1HE-Basisstation, die jetzt hier rechts im Bild zu sehen ist, kann über eine Ethernet, über ein Ethernet-Netzwerk wahlweise eine Sony-RCP oder auch eine SCAHOI-RCP zur Steuerung der Kamera angeschlossen werden. Sollte es in einem Studiokomplex eine Single-Mode-Glasfaserverkabelung geben, so kann die Basisstation über ein SMPTE-311-Adapterkabel direkt an das hausinterne Glasfasernetzwerk angeschlossen werden. Dabei können die Signale ohne Spannung bis zu einer Distanz von 10 Kilometern über das interne Netz transportiert werden. Auf der Kameraseite wird dann mittels dem Fiber Power Interface der Glasfaseranschluss der Kamera wieder mit Spannung versorgt. Das Fiber Power Interface ermöglicht dann zusätzlich das Absetzen der Kamera über weitere 2 Kilometer. In dem ARRI Multicam Setup selbst werden folgende Signale supported. In dem Fall, wir haben die Möglichkeit, Tally Rot-Grün zu geben. Wir können zwei getrennte Kanäle für Intercom bereitstellen, in dem Fall ENG und Production. Es gibt 4 Audiokanäle von der Kamera zur Basisstation. Diese können Embedded, AIS oder auch Stereo-Analog sein. Und es gibt ein Stereo-Programm Rückkanal zur Kamera. Des Weiteren ein Timecode In-Out umschaltbar und ein Video-Return-Signal. 2 Monitorausgänge des Kamerasignals an der Basisstation erlauben es mir im HD-Betrieb bis zu 4x 1,5 oder 3G und bei UHD zeitgleich 4x 3G und 2x 12G Single-Link zur Verfügung zu stellen. Als neuestes Produkt des ARRI Multicam-Systems möchte ich euch noch den ARRI Studio Kamerasucher vorstellen. Der Studiosucher, oder zu dem Studiosucher ist auch ein neuer Monitorarm erhältlich. Bei dem Sucher handelt es sich um ein 10 Zoll Full HD Display, 16:9 mit einer Auflösung 1920x1080 und einer Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter. Response Time sind 25 Millisekunden und es ermöglicht mir einen typischen Blickwinkel horizontal plus minus 85 Grad und vertikal ebenfalls von plus minus 85 Grad. Und da war das Ganze nicht nur als Bild, sondern auch direkt live haben, würde ich da gerne nochmal drauf zukommen. Der Sucher wird mit einem speziellen Mount an der Kamera befestigt. Der Mount kann variabel auf der Kamera verschoben werden. Ich habe eine Anzeige, an der ich die Kameranummer einstellen kann. Die Anzeige kann gedimmt werden, sodass ich mich optimal der Raumbeleuchtung anpassen kann. Der Monitor selber hat einmal einen Anschluss, der direkt zum Kamera-Viewfinder-Ausgang der Kamera führt. Und ich kann aber auch zusätzlich nochmal über einen BNC-Eingang ein klassisches SDI-Signal bis zu 3G dem Monitor zuführen. Der Monitor hat eine LED-Anzeige und für Tally und die kann ich wahlweise vom Sucher aus ein- und ausschalten und auch die ist dimmbar. Der Monitor selbst hat noch zusätzlich von der Operatorseite her 2 sogenannte User-Buttons. Diejenigen, die mit ARRI-Kameras vertraut sind und auch schon den kleinen Sucher, sprich den Viewfinder kennen, wissen, dass es 2 frei programmierbare User-Buttons sind. Auch diese User-Buttons können hier entsprechend belegt werden, sodass ich zum Beispiel einen Zoom-In zur Schärfefindung oder auch einfach eben die Einblendung ein- oder ausschalten kann, ins Bild verlagern, sodass ich auch verschiedene Funktionen darstellen kann. Im Display selbst wird nochmal das Tally-Signal angezeigt. Es gibt aber auch nochmal für den Operator selbst eine reine Tally-LED, die gedimmt werden kann. Um die Bedienung relativ einfach zu halten, hat der Operator auch die Möglichkeit, nochmal Kontrast, Color, Backlight und Peaking ein- und auszuschalten und auch entsprechend zu justieren. Was ebenfalls eine sehr komfortable Möglichkeit ist, ich kann den Sucher in den verschiedensten Positionen bringen, sodass ich ihn auch im Endeffekt, wenn ich das
die ganze Kamera sehr flach bauen möchte, so weit runterziehen, dass der Kameramann immer noch optimal schauen kann und trotzdem der Sucher dem ganzen Kamerasystem eine schlanke Form gibt. Das soweit zu dem Sucher. Henning, sind denn irgendwelche Fragen aktuell schon eingegangen? Ja, vielen Dank. Ich habe ein paar Fragen bekommen per E-Mail. Eine Frage geht über ein Thema, was ihr noch nicht besprochen habt, und zwar über den B4-Mount und das Betreiben der Kamera in HD-Modus. Also wenn ENG-Objektive verwendet werden, wie ist denn da der Sensor-Readout? Welche Formate werden dort genommen? Wird dort gekroppt? Mhm. Wie wir schon eingangs in der Übersicht gesehen haben, können an der Kamera verschiedene Objektive angeschlossen werden. Wenn ich eine B4-Optik nutze, benötige ich einen B4-Mount. Einige Kamerasysteme nutzen oder lesen den Sensor in dem Moment, wo sie im HD-Modus sind, nur die Sensorfläche 1920x1080 aus. Das ist bei uns anders. Wir mit dem B4-Mount haben wir die Möglichkeit, das Bild zu stretchen optisch und beleuchten dadurch den fast kompletten Sensor, sodass wir auch den kompletten Sensor auslesen und nur noch nach HD runterrechnen. Okay, vielen Dank. Eine andere Frage kam rein, und zwar: Gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen der Alexa Mini und der Amira, wenn ihr die im Multicam-System einsetzt? Von der Steuerseite her ist das Gleiche. Ich kann komplett das Multicam-System für die Alexa Mini genauso benutzen wie für die Amira. Es gibt allerdings ein, zwei Einschränkungen. Und zwar die eine Einschränkung ist, dass ich kein Return-Signal in der Kamera habe, um die Kamera mit einem Return-Bild, sprich den Operator mit einem Return-Bild zu versorgen. Und die andere Einschränkung ist, dass sie im UHD-Modus nicht getrennt oder nicht separat sündbar ist. Okay, eine Frage an den Thilo Krause. Welche Art von Produktionen würden Sie denn mit einem Super 35-Chip drehen und welche würden Sie mit 2/3 drehen? Gute Frage. Ja, ich sag mal so, ich würde sehr gern mit Vollformat arbeiten, wenn ich sehr hochwertigen Content habe, wenn ich mit klassischer Musik arbeite, wenn ich vor Kunstwerken stehe oder in einem prunkvollen Opernhaus, ist es, sage ich mal, eine normale Talkshow oder ein eher trockenes Format, nenne ich es mal so, oder News, dann kann ich mir auch die normale, herkömmliche Broadcast-Technologie vorstellen. Gut, eine andere Frage, eine technische Frage nochmal, war: Was ist der Unterschied zwischen einer Sony und einer Skahoy RCP? Und vielleicht auch nochmal, was ist eine RCP? Ja, eine RCP, RCP steht für Remote Control Panel. Das ist normalerweise eine Standardkontrolleinheit, die im Multicam-System eingesetzt wird, um die Blendensteuerung und auch das Farbmatching an der Kamera zu machen. ARRI Multicam-System können beide Systeme verwandt werden. Der Unterschied hier ist jedoch, mit der Sony RCP erlauben wir nur die sogenannten VLP, sprich die Videoparameter, zu steuern innerhalb unserer Kamera, was die klassischen Parameter sind, die auch in einer Videoproduktion genutzt werden. Mit dem Skahoy RCP haben wir zusätzliche weitere Möglichkeiten, weil wir haben dort auch noch zusätzlich unser eigenes Camera Access Protokoll, das sogenannte CAP, mit implementiert, und damit habe ich natürlich noch viel mehr kreative Möglichkeiten, weil ich kann dort direkt auch Farbparameter aus dem CDL-Bereich mit beeinflussen. Ich kann live verschiedene LUT und LUTs laden, die vorher in der Kamera abgespeichert sind. Wer bei uns auf der Homepage mal guckt, da gibt es verschiedene Clips zu dem Thema. Wir hatten vor einem halben Jahr eine Produktion begleitet, wo Live-LUT-Wechsel für ein Konzert gemacht wurde, wo der
jeder DJ im Endeffekt mit einem eigenen LUT versehen wurde und dieser LUT wurde live während der Sendung gewechselt und das ist eben der Unterschied, weil das ist ein Bestandteil des CAP-Protokolls und das habe ich leider nur mit der SCAHOI RCP im Zugriff und dadurch gibt sie dem Operator eine etwas höhere Flexibilität. Okay, jetzt hätte ich noch eine Frage, also die kommt jetzt von mir, die kam jetzt nicht vom Publikum an den Tilo Krause. Wie war das dann beim Einleuchten und wie war das dann beim Drehen in puncto Schärfeeinstellung und Fokus-Pulling? War das alles komplizierter oder war was einfacher? Ich meine, ich entsinne mich noch, als wir die Alexa einführten und dann die Tatort-Redaktion zum Beispiel bei der ARD sagte, auweia, jetzt alles in Super 35 drehen, wir kommen von 16, das ist ein Riesenschritt in die Komplikation sozusagen, das geht eigentlich gar nicht. Und heute sieht man das natürlich ganz anders. Wie war das jetzt für Sie mit dem größeren Sensor, mit vielleicht geringerer Schärfentiefe und das Thema Beleuchtung, wenn Sie darüber vielleicht nochmal sprechen können? Also es wurde eigentlich, kann ich genau das Gegenteil behaupten, für uns einfacher, weil wir hatten zum einen, wie ich schon gesagt habe, die Auflage, mit wenig, mit speziellem und kaltem Licht zu arbeiten. Und wir brauchten gar nicht so viel Einsätzen an Licht. Wir haben teilweise mit dem Tageslicht gearbeitet und die Kameras selbst haben uns so viel abgenommen, was das Thema Licht angeht, dass wir, sage ich mal, mit relativ wenig Aufwand ein sehr hochwertiges, ich sage mal, mit Licht malt man ja, also wir, das Set im Grunde eingerichtet hatten und arbeiten konnten perfekt. Also es hat sich eigentlich vereinfacht für uns. Das, darüber war ich als Produzent nicht böse. Und Thema Schärfe, war das ein Problem? Nö, das ist kein Problem. Ich sage mal so, ein komplett durchgeschärftes Bild, das kann man mögen, aber es wirkt auf den Betrachter und die wir es machen und ja auch eine gewisse Illusion schaffen wollen mit dem, was wir an Bild kreieren, arbeite ich sehr gern damit, weil, wie ich finde, es dazugehört, wenn ich jetzt ein Konzert wiedergebe oder einen Pianist in so einem wunderbaren Raum, dann sollte sich das nicht komplett real anfühlen. Und wenn wir unterbewusst eine kleine Illusion mitgeben, aufgrund eines filmischeren Looks, dann bin ich da ein großer Freund von, weil es vermittelt noch was zusätzlich, was uns, sage ich mal, aus dem Alltag vielleicht herausnimmt und eine kleine Illusion schaffen lässt. Das, also von daher arbeite ich da sehr gerne in diese Richtung. Okay, vielen Dank. Thomas? Ja, dann sind wir ja schon fast am Ende unseres Talks angekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tilo, vielen Dank, dass du da warst und danke für die Zeit genommen hast. Bevor wir uns jetzt endgültig verabschieden, würde ich dir doch ganz noch kurz bitten, eine kurze Einleitung zu dem letzten Clip, den wir jetzt noch haben, zu machen, da wo du einfach noch mal kurz darüber erzählst, wie ihr darauf gekommen seid. Genau, also wir sehen jetzt einen Ausschnitt aus der Weimarer Produktion und dort spielt, wie gesagt, Sir Andras Schiff, einer der großen Pianisten, in dem Rokokosaal der ehrwürdigen Anna-Amalia-Bibliothek und es war ein Programm, was begann mit einem Stück des jungen Johann Sebastian Bachs. Das war das erste, was wir uns vom Inhalt her gewünscht haben von ihm. Zum zweiten eine Beethoven-Sonate aus mittlerer Schaffenszeit und als dritte Komponente in diesem Repertoire kamen die sogenannten letzten drei Klavierstücke von Franz Schubert. Und das zusammen ergab dann einen Konzertfilm von ungefähr 70 Minuten. Es wird jetzt im Herbst zuerst geonlined auf Arte Konzert, dann wird Arte Fernsehen das ausstrahlen, das Programm, und dann kommt 2021 noch eine Auswertung über den MDR, den Mitteldeutschen Rundfunk, noch zusätzlich mit dokumentarischem Material. Ich habe noch ein langes Interview mit Andras Schiff geführt und wir haben Weimar so ein bisschen entdeckt, die Stadt, die er sowieso sehr gut kennt und schätzt und liebt. Und das wird uns dann 2021 hoffentlich noch erfreuen und viele andere. Und ja, jetzt schauen wir mal rein. Genau. Danke für die Einladung. Und vielen Dank nochmal und hoffentlich bis bald.